Herzlich willkommen zu einer neuen Fummelausgabe. Heute spielen wir auf der Nintendo GameCube über die Wii Pokémon XD, der dunkle Sturm. Der Nachfolger vom Spin-off Pokémon Colosseum für die GameCube müsste 2005, glaube ich, rausgekommen sein. Genau, wir haben schon Pokémon Colosseum angefummelt. Irgendwie verlinke ich das, keine Ahnung. Könnt ihr gerne auch anschauen, falls ihr den Vorgänger sehen wollt. Jetzt spielen wir 30 Minuten Pokémon XD, der dunkle Sturm. Was ich aber auch in irgendeiner Zukunft dann auf jeden Fall Let's Playen möchte. Und wenn das Let's Play existiert, werde ich das jetzt auch hier irgendwie verlinken. So, Pokémon XD, der dunkle Sturm. Oh, ich liebe es. 2005 erschienen, genau. Eben auch von Genius Sonority. Super nice Entwickler, die hier diese Spin-off-Sache hier gemacht haben. In meinen Augen einfach besser als die heutigen Switch-Pokémon-Games. Allgemein die heutigen Pokémon-Games, wirklich. So, wir machen ein neues Spiel und es geht los, ja. Das sind wir. Im Gegenzug zu Pokémon Colosseum sind wir hier kein Bösewicht mehr. In Pokémon Colosseum spielen wir tatsächlich einen Anti-Protagonisten. Wir waren oder sind ein Team Krall-Mitglied gewesen. Hier sind wir jetzt einfach tatsächlich ein normaler Trainer. Neuer Name. Ah, das sieht alles so ein bisschen anders schon aus. Was mache ich da? Kann ich nicht... Doch. Fertig. Ende. Ja. Los geht's. Absolut krass. Ein schwarzes Lugia klaut einfach ein Schiff. Voll verrückt. Und hier sind wir mitten in einem krassen Match. Hä? Wir kämpfen einfach schon los. Das ist krass. Deswegen Timer auf jeden Fall an. Let's fetz. Und ja, dann legen wir mal los. Wir haben scheinbar einen Brutalander. Okay, dann machen wir... Wir haben Brutalander. Gut, dann machen wir Erdbeben, ne? Krass. Das ist sehr effektiv. So ist es. Level 50 einfach schon. Hier geht's hier direkt ab. Okay. Brutalander wurde vergiftet. Oh nein! Das macht nichts. Erdbeben. Auf geht's. Runde 2. Zack. Fertig. Gewonnen. Oh, ich liebe die Animationen, oder? Wie die Kämpfe hier aussehen. Einfach... Oh, wunderschön. Sim-Trainer Lauris. Sim? Kommt der aus SimCity oder was? Was ist denn das? Aha, gut. Nee, das Sim steht für... Okay, Gecko, das war's dann für heute. Simulation. Das war wirklich ein sehr schöner Kampf. Gecko, deine Kampftechnik hat sich unglaublich verbessert. Beeindruckend, wie leicht du mit diesem großen Pokémon zurechtkamst. Du bist so vertraut mit ihm umgegangen, als wäre es dein Evoli gewesen. Findest du nicht auch, du könntest langsam anfangen, neben deinem Evoli auch noch andere Pokémon zu trainieren? Ja, klar. So, da sind wir. Ja, diesmal scheinen wir etwas jünger zu sein. Und es beginnt einfach wirklich von vorne. Wir haben ein Evoli Level 10. Ja, und im Gegensatz zu Pokémon Colosseum finden hier... nicht Doppelkämpfe statt. Zumindest nicht vorrangig. Und wir können endlich hier speichern. Ganz normal. Wir müssen nicht in ein Pokémon-Center reinrennen, um zu speichern. Das ist sehr, sehr gut. So, hallo?
Kampfsim ist die Abkürzung für Kampfsimulation, also ein virtueller Kampf. Aber die Kampfsimulationen wirken so echt, dass sie genauso spannend sind wie reale Kämpfe. Habe es selbst schon getestet. Das gegnerische Pokémon wirkte so lebendig. Mir lief es eiskalt den Rücken runter, obwohl ich wusste, dass es nicht echt war. Krass, krasse Technik. Okay, wir sind wo genau? Ja, weiß nicht. In einem Labor? Hallo Gecko, hast du dein Training beendet? Du weißt, dies ist das Laborchefbüro, Gecko. Wolltest du Professor Klein sprechen? Aber, Yolanda, seien Sie doch nicht so hochoffiziell. Aber... Übrigens, Gecko, weißt du, dass der Sim-Coach vollkommen begeistert ist von dir? Ich hörte, deine Kampftechnik macht enorme Fortschritte. Das ist großartig, Gecko. Hätte bestimmt überhaupt keine Chance gegen dich. Ich wünschte, meine Kinder würden nicht immer so furchtbar gelobt werden. Meine Kleine und auch ihr großer Bruder sind bald vollkommen verzogen. Nur keine Sorge, sie können wirklich stolz auf Gecko und Sina sein. Ach so, sie ist meine Mutter. Ich habe Sina übrigens schon seit dem Mittagessen nicht mehr gesehen. Gecko, ich frag dich nur ungern, aber könntest du bitte Sina suchen? Ich bin sicher, du weißt das schon, Gecko. Einige Laborprojekte befinden sich in einer kritischen Phase. Deshalb bin ich hier absolut unabkömmlich. Suchst du für mich bitte nach Sina, mein Schatz? Na klar doch. Das ist lieb von dir. Auf meinen Großen ist eben Verlass. Sina ist bestimmt nicht allzu weit gelaufen. Weggelaufen, aber such trotzdem vielleicht auch draußen. Deine Mutter hat recht, Gecko. Nach 5 langen Jahren steht ein wichtiges Projekt kurz vor seinem Abschluss. Für das Gelingen ist das Fachwissen deiner Mutter essentiell. Da fällt mir ein, ich habe einen PDA in dein Zimmer gelegt, Gecko. Sieh ihn dir an. PDA steht für Pokémon Digital Assistant. Er ist ein sehr nützliches Utensil. Der PDA kann unter anderem auch als Mailbox verwendet werden. Du wirst seine vielen Funktionen sehr schätzen. Und er ist leicht zu bedienen. Bestimmt willst du bald gar nicht mehr ohne ihn sein, Gecko. Okay, ja, gut. Dann lass mich mal hier ein bisschen rumrennen. Gut, ich wohne hier scheinbar. Interessant, ja. Ich weiß nicht, wo mein Zimmer ist. Oh, hallo, hallo. Oh, das sieht super aus. Ey, eine kleine Bodenspiegelung. Hey, krass. Pokémon XD, der dunkle Sturm. Es sieht auch wie Pokémon Kolosseum auch heute noch absolut fantastisch aus, oder? Herrlich. Und dann sind da die Switch-Editionen, die halt, weiß ich nicht. Ist das mein Zimmer? Nein, das ist irgendeins. Keck. Warte, was? Hier versteckt sich ein Kecklion? Was, wo? Hä, da ist jemand unterm Tisch? Okay, hast du Sina gesehen? Wir haben Verstecken gespielt, aber Sina ist schon eine ganze Weile weg. Vielleicht spielt sie in ihrem Zimmer. Okay, alles klar. Was ist hier? OMBS, die Nachrichten. Es ist den Behörden immer noch nicht gelungen, das jüngst vor der Küste von Portaportos verschollene Frachtschiff Libra aufzuspüren. Es liegen auch noch kleine Hinweise über angeschwemmtes Treibgut vor, was den Untergang des Schiffs bestätigen würde. Das spurlose Verschwinden bleibt rätselhaft. Berichten zufolge befanden sich einige Pokémon an Bord. Die Sorge um deren Wohlbefinden wächst. Oh nein, das ist nicht gut. Jemand hat ein Schiff geklaut. Das schwarze Lugia ist schon echt krass. Pokémon in Pokémon Kolosseum ging es ja vorrangig um Krypto-Pokémon. Das ist natürlich hier in XD der dunkle Sturm ebenfalls der Fall. Ich gehe mal, keine Ahnung, hier hin. Ah, okay. Ja. Sehr viele Räume hier, ne? Ist das hier mein Zimmer? Das sieht nach meinem Zimmer aus. Das ist das Zimmer von Gecko. Vor kurzem muss sich allerdings wohl seine kleine Schwester hier aufgehalten haben. Da liegt etwas Unsichtbares. Warum haben sie nicht hier wirklich das PDA hingelegt? Weil das ist das PDA. Naja, ist ja egal. Wir haben das PDA. Ja? Hallo? Wenn du diese Mail liest, hast du dein PDA aktiviert. Probier ruhig all seine Funktionen aus. Übrigens haben Karl und Sina nicht Verstecken gespielt. Sprich doch mal mit Karl. Nö. Das PDA, das sieht so aus. Zack. Okay, ja, da ist halt das so. Ich glaube, der Pokédex ist dann quasi auch hier drin. Das ist, glaube ich, einfach ein komplett Funktionsdings. 3 Tränke. Sehr gut. Gut. Da ist ein süßes Plüssel. Plüssel. Okay, das ist mein Zimmer. Ist hier dann meine Schwester und meine Mutter? Oder wie? Vielleicht. Das ist auch irgendwer? Mein Pokémon und ich sind immer zusammen, selbst wenn wir schlafen.
Wenn du dich mit Pokémon anfreunden willst, musst du dich viel mit ihm beschäftigen. Klar. Oh, super viele Auszeichnungen und so, okay. Ja, gut. Hier kann ich raus, oder? Ah ja, da sind wir draußen ein wenig. Genau so schaut es hier also aus. Oh, das sieht super cool aus, oder? Für 2005, Nintendo GameCube. Leute, ich bitte euch, das sieht fantastisch aus. Hallo? Junge, Junge, die Welt der Pokémon ist so überwältigend. Je mehr ich darüber erfahre, desto faszinierender finde ich sie. Weißt du zum Beispiel, dass Pokémon Elementklassen und Fähigkeiten besitzen? Wenn du dieses Wissen im Kampf, im Kopf behältst und im Kampf anwendest, kannst du deinen Gegner immer übertrumpfen. Mhm. Ja. Ja. So. Haupteingang, okay. Ja, alles klar. Was ist hier? Hytera. Mhm. Hallo Gecko, unser Projekt befindet sich in der kritischen Phase, deshalb sind wir sehr beschäftigt. Aber ja, nutz den PC und die Vitalisator, wann immer du möchtest. Was? Das ist der PC? Okay, wie das ausschaut. Oh, wie das ausschaut. Okay, sehr viel futuristischer. Aber trotzdem angehaucht an die dritte Gen. Also trotzdem ein bisschen auch an die Pokémon Gameboy Edition. Ja. Pokémon Kolosseum und XD, der dunkle Sturm, sind übrigens mit den Game Boy Advance Editionen kompatibel. Man kann da Pokémon hin und her transferieren. Ja. Das sind dann auch die einzigen Möglichkeiten, quasi legal noch Lugia und Ho-Oh zu erhalten übrigens. Auf die Game Boy Advance Edition. Hallöchen, Gecko, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Bei dir alles in Ordnung? Ich arbeite gerade an einer Spezialanfertigung, mit der man Pokémon fangen kann. Sie ist fast fertig, meine Maschine. Ich muss mich beeilen, damit sie bald einsatzbereit ist. Ah, okay, das klingt doch nach so einer Art Krallmaschine wieder, oder? Okay, pass auf. Ja, 20 Minuten noch. Ich weiß gar nicht. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hingehen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie sich versteckt. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gespielt gehabt, nicht viel, auch so angespielt, weiß nicht, 2 Stündchen, weiß nicht. Aber es ist lange her, ich weiß wirklich nicht mehr, wo sie steckt. Hey, ich, keine Ahnung, muss sie finden. Ich weiß es einfach nicht. Ist sie wirklich draußen? Nee. Erzähl mal, weißt du, wo sie ist? Du bist's, ich bin Karl, du suchst Dina, wir spielen eigentlich gerade Verstecken, ist sie denn hier nicht irgendwo? Vielleicht ist sie zu Dr. Abacus anwesend. Ach, sie ist draußen. Ach, sie ist ganz woanders. Ja, stimmt. Alles klar, dann können wir schon das Gebiet wechseln. Genau. Ah, ja. Alles klar, dann. Ja, wie im Kolosseum ist es keine offene Welt, sondern es gibt halt hier auch in sich geschlossene Gebiete, die wir erforschen, in denen wir uns bewegen. Okay, dann gehen wir raus und gehen dahin. Mit unserem lustigen Roller hier. So. Oh, sehr gruselig. Ein Grudon, aha. Grüße an Grudon an der Stelle. Beziehungsweise Sony Station, ne? Mensch, was machst du denn hier? Hey, voll die kleine Statue, hey. Das ist sehr gruselig hier. Warum? Sie ist hierher gerannt. Warum macht sie das? Na gut, dann. Halt, wer da? Du musst ein Einbrecher sein. Calvin wird dir heimleuchten. Beweg dich nicht vom Fleck. Mein Name ist Calvin. Und Calvin, also ich, ist der einmalige Assistent von Dr. Abacus. Calvin ist außerdem der einzige Assistent, deshalb auch einmalig. The fuck? Okay, alles klar. Dann lass uns mal kämpfen. Sonnenkern. Hier kommt Evoli. Voll süß. So, jetzt geht's mal los hier. Okay. Bissattacke. Irgendwie erinnert mich das Ganze hier an Luigi's Mansion. Und das hier sieht aus wie Professor Igitt und so. Voll lustig. Vielleicht soll das ja auch so. Hey, das ist nicht fair.
Das ist echt super lustig, dass wir hier mit einem Evoli starten. Das heißt, wir können uns dann einfach selbst entscheiden, was es später wird, ne? Gut. Soviel dazu. Schwupps. Er hat seine Brille verloren. Jetzt ist Kevin sauer. Obwohl du Kevin besiegt hast, lässt dieser Kevin dich nicht passieren. So. Wie? Eine nähere Untersuchung des Subjekts ergibt, es handelt sich um ein Kind. Ergo ist das Subjekt kein Einbrecher. Jetzt zu Kevin ist doch gleich gesagt, du bist Gecko. Kevin entschuldigt sich für die fehlerhafte Beurteilung der vorgelegenen Situation. Mensch, Sina! Hallo, Brudi, was machst du denn hier? Ah, ich verstehe, Bruder hat sich verlaufen, stimmt's? Nein, ich bin hier, um dich abzuholen. Nein, 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 vor mir kannst du nichts verbergen, ich weiß nämlich voll Bescheid. Das Riesenhaus gehört Dr. Abacus und Dr. Abacus muss immer unglaublich tolle Sachen erfinden. Das ist sein Beruf. Hier gibt es jede Menge tolle Geräte, wie im Pokémon-Hauptlabor. Das solltest du dir auch mal anschauen, Brudi. Ey, Brudi, was geht? Okay, ja, dann... Gecko, du bist der große Bruder dieses kleinen Mädchens. Sie kommt manchmal zu Besuch. Sie muss alles angucken. Es ist schwer für Kevin, sie im Auge zu behalten, damit sie den Doktor nicht stört. Aber natürlich, Gecko, du möchtest dir sicher Dr. Abacus Erfindungen ansehen, stimmt's? Das willst du doch nicht. Okay, hier entlang bitte, folge Kevin. Alles sehr merkwürdig hier. Ist wirklich ein super merkwürdiger Start eigentlich. Okay, gehen wir rein. Hallo? Okay, Kevin zeigt dir jetzt die umwerfenden Erfindungen des unglaublichen Dr. Abacus. Dr. Abacus Erfindungen sind, das muss man sagen, einmalig auf der Welt. Kevin verneigt sich vor Ehrfurcht. Wie? Woher Kevin weiß, dass die einmalig sind auf der ganzen Welt? Muss ich das wirklich noch erklären? Na, weil es auf der ganzen weiten Welt Dr. Abacus Erfindungen nur ein einziges Mal gibt, deswegen sind sie einmalig, buchstäblich. Tolle Erklärung. Unser großer Dr. Abacus arbeitet gerade in dem Zimmer dort. Hi, Doktor! Was für eine lustige Maschine erfindest du denn dieses Mal? Sagst du es mir? Bitte! Oh nein, dieses Mädchen ist wieder bei Doktor... Achso, oh nein, dieses Mädchen ist wieder bei Dr. Abacus. Kevin hofft, sie macht keinen Unsinn. Wie dem auch sei, Kevin zeigt dir jetzt einmal eine von Dr. Abacus' großartigsten Erfindungen... Und Film ab. Oh Gott. Dr. Abacus Erfindungen sind absolute Weltklasse. Kevin präsentiert die Ungesundheitstreter. Was? Die Insole ist mit zahlreichen Noppen versehen, die aber auch jedweden Akupressurpunkt garantiert verfehlen. Bei regelmäßiger Benutzung garantiert Kevin schmerzende Füße und eine rapide Verschlechterung des Gesundheitszustands. Warum sollte man sowas wollen? Kevin findet das formidabel. Was? Großartig, nicht wahr? Da gibt es noch vieles mehr. Die spektakulären Erfindungen des Doktors kannst du dir auf dem Schirm ansehen. Ja, nein, ich weiß nicht, ob ich das will. Kann ich hier rein? Nein? Dann gehe ich hier mal rein, ja? Gut. Bist du vom Pokémon-Hauptlabor? Ich heiße Altward. Ich führe den Ersatzteilladen im Portaportus. Wie geht es dem Laborchef? Professor Klein war der Name, nicht? Oh ja, wärst du bitte so nett und sagst dem Professor, dass das Ersatzteil, das er forderte, fertig ist? Er kann es jederzeit abholen. Okay. Sina, lass bitte den alten Mann in Ruhe. Sina? Hi, Brudi, das ist eine witzige Zeichnung. Eine ganz genaue Zeichnung einer ganz merkwürdigen Maschine. Was? Du willst nach Hause, Brudi? Aber du bist doch gerade erst angekommen. Ach so. Ich muss dir zeigen, wie du nach Hause kommst, stimmt's? Okay, das mache ich. Bring Brudi nach Hause. Oh je. Mimi, komm, wir bringen Brudi heim. Mimi? Ach, das ist ja voll süß. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause, Sina. Gehen wir. Ich komme dich bald wieder besuchen, lieber Doktor. Tschüssi. Kinder. Kann ich mit ihm aber auch reden, oder wie ist das? Hallo? Seit wann bist du denn hier? Wo ist Dr. Abacus die ganze Zeit? Kevin sagt, ein Genie hat eine andere Wahrnehmung als normale Leute.
Heißt das, dass einer alles um sich vergisst und irgendwie voll daneben ist? Ist Professor Klein dann auch so ein Genie? Lol. Auf jeden Fall. Augenblick, hier, ich meine echt, der Bereich Sabo. Okay, sorry, ja, alles klar, passt, ciao. Tschüss, Calvin, ne, oder so? Ja, cool. Alles sehr seltsam. Hä? Was? Was denn jetzt? Hallo Gecko, du scheinst weit gereist zu sein, um Sina zu finden. Komm bitte so schnell wie möglich zurück zum Pokémon-Hauptlabor. Ich brauche hier deine Hilfe. Oh, klar, kein Thema. Klar, ich bin... Was ist denn? Was los? E-Mail vom Professor? Er will, dass du schnell nach Hause kommst. Darf dich nicht allein lassen, Brudi. Ich werde dich begleiten. Geh mir gleich los. Okay. Weg von dem gruseligen Ort hier, oder? Alles sehr merkwürdig. Ah, Sina, echt. Du darfst nicht so weit alleine weg. Wirklich, das ist sehr furchtbar hier. Gut, ab nach Hause. So. Hallo. Ah, da ist ja die Mutti. Hallo, Mami, wir sind wieder da. Oh, Sina, hab ich dir nicht verboten, so weit wegzulaufen? Nein, Mami, das war doch ganz anders. Brudi hat sich verlaufen und ich musste ihn wieder heimbringen. Wenn ich nicht geholfen hätte, würde Brudi jetzt weinen, weil er sich verlaufen hat. Stimmt's, Brudi? Das ist so gar nicht. Ach du meine Güte. Sina, du bist so ein tapferes kleines Mädchen. Aber das reicht für heute. Außerdem ist Karl das Warten sicher schon leid. Auweia, wir haben ja Verstecken gespielt. Okay, Brudi, bis später. Tschüssi. Ist aber schon süß, die Kleine. Oh Mann. Gecko, vielen Dank, dass du Sina für mich gefunden hast. Da fällt mir ein, Professor Klein möchte dich sprechen. Gecko, bitte geh doch gleich zu ihm. Klar doch. Ja, natürlich. Ach, faszinierend. Alles klar, okay. Klein ist hier mit dem Aufzug einmal fahren, ne? Oder? Es ist so groß hier alles. Na, das war ja gar nicht hier. Ja, das war schon unten. Nein, es ist so groß. Es ist so klein, aber doch so groß. Es ist hier? Nee, da waren sie. Ey, nee, das ist hier mein Zimmer. Was? Was ist denn da? Ich bringe dich nur dazu, um mir seine Kullerglasbrille zu geben. Denk nach, Sina. Was ist, Brudi? Ach, ich arbeite gerade an einem hochgeheimen Projekt. Wenn du müde bist, dann schlaf in meinem Bett. Okay. Das wusste ich noch gar nicht, dass sie dann da liegt. Das ist ja voll lustig. Das ist ja süß. Moment, was? Ich muss doch nach oben. Hallo? Hier nach rechts? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Es ist alles krass hier. Echt? Muss ich hier rein? Nee. Aha. Hallo? Schön, dich zu sehen. Ich sammle ein paar grundsätzliche Fakten über Pokékämpfe. Achso. Grundwissen an der Tafel. Okay. Ja, okay. Na, dann fahre ich hier jetzt mit dem Aufzug. Warum ist das so groß hier? Jetzt sag, ja, jetzt haben wir es aber. Hä, wo ist der Professor? Ich check's gar nicht. Er ist nicht der Professor. Hä? Wie komme ich denn? Dieses Gebäude, Mann. Dieses Gebäude. Ah, okay. Verrückt. Hallo? Wieder zu Hause? Warst du weit weg? Der Laborchef, der ist gerade eben nach unten gegangen. Bist du ihm denn nicht begegnet? Nein, eben nicht. Nach unten? Ich war doch gerade unten. Schön, dass die das aber sagen, wo die sind. So, die haben nicht immer so ihre Standardtexte, sondern die reagieren leicht auf Ereignisse und sagen mir jetzt, ach ja, der ist woanders, such doch mal und so. Das gefällt mir, das ist meine Mutter. Was, wo ist der denn? Im Testlabor unten im Erdgeschoss. Such ihn doch bitte. Hä? Ja, sag mal, wollt ihr mich verarschen?
jetzt hier rüber und da rein. Ist das hier nicht das Testlabor? Hallo? Die sogenannte Kryptoerlösung öffnet das versiegelte Herz eines Krypto-Pokémon, sodass es in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren kann. Weißt du, vor etwa 5 Jahren verschloss eine Verbrecherbande künstlich die Herzen von Pokémon und sie wurden zu unerbittlichen Kampfmaschinen. Mit Hilfe unseres Systems, wir nennen es den Kryptorbis, durchlaufen diese beklagenswerten Krypto-Pokémon die Kryptoerlösung und werden gerettet. In diesen friedlichen Zeiten brauchen wir es eigentlich nicht, aber man kann nie wissen. Das war eine wichtige Erklärung. Natürlich werden wir die noch benötigen. Ja, hier können wir Krypto-Pokémon dann befreien. Da ist doch der Professor. Sag mal. Okay. Ah, hallo Gecko. Ich habe auf dich gewartet. Ich möchte dir die Krallmaschine zeigen. Die Krallmaschine, so, so. Hat Newton dir schon von der Krallmaschine erzählt? Ja, doch. Ja, ich verstehe. Ja nun, es handelt sich um ein Gerät, mit dem man Pokémon fangen kann, die Krallmaschine. Newton und ich haben das gemeinsam entwickelt und jetzt ist es endlich fertig. Am liebsten würde ich es sofort ausprobieren. Gecko, willst du uns helfen? Ja! Okay, komm bitte näher. Ich muss sagen, diese Krallmaschine ist ein außerordentliches Werk der Technik. Man kann damit im Kampf tatsächlich die Pokémon eines anderen Trainers stehlen. Aber wir haben das Gerät nicht erschaffen, um skrupellos anderer Trainer Pokémon zu entwenden. Gecko, du hast doch schon von Krypto-Pokémon gehört, nicht wahr? Das sind Pokémon, die in Kampfmaschinen verwandelt wurden, indem man ihre Herzen auf künstliche Weise versiegelte. Es sind wirklich bemitleidenswerte Kreaturen. Wir entwickelten die Krallmaschine, um diese verschlüsselten Krypto-Pokémon zu fangen. Warum diese Maschine jetzt benötigt wird, werde ich dir später erklären. Aber im Augenblick möchte ich nur, dass du die Krallmaschine für mich testest. Schließlich bist du der beste Trainer dieses Labors. Die Krallmaschine befindet sich in diesem Behälter. Leg sie doch bitte gleich mal an. Okay. Wir haben die Krallmaschine. Wow, sitzt perfekt und sie sieht an dir auch noch sehr cool aus, Gecko. Ich füge dem PDA noch eine weitere Funktion hinzu. Er sammelt jetzt Kryptodaten. Dort kannst du Daten zu allen Krypto-Pokémon einsehen, denen du begegnest. Cool, Kryptodaten. Das ist ja cool. Jetzt kann ich Krypto-Mining betreiben. Vielen Dank, Newton. Das ist es, Gecko. Sitzt wie angegossen. So wird es viel einfacher sein, alles zu erklären, indem man es zeigt, anstatt nur darüber zu sprechen. Gehen wir nach oben, zum Trainingsraum des Kampfsim-Systems. Oh, okay. Ups, wie dumm von mir. Fast hätte ich vergessen, dir die hier zu geben. Ja, ja. Um die Krallmaschine einsetzen zu können, brauchst du mindestens einen Pokéball. Nimm diese hier. 5 Pokébälle. Ist auch sehr tutoriallastig. Vor allem jetzt wirklich, wir sind hier sehr in diesem Labor noch gefangen. In Kolosseum waren wir recht zügig in der Welt schon. In Ore werden keine Pokébälle benötigt, deshalb importieren wir sie aus einem anderen Gebiet. Okay, jetzt sind wir soweit. Gehen wir schnell zum Laborchef. Was denn jetzt? Hilfe! Hä? Was soll das? Wer sind Sie? Was geht hier vor sich? Was ist hier los? Es ist schrecklich, Gecko. Welche fremden Leute brachten hier ein und schnappten sich den Laborchef? Ja, dann halte ich sie halt auf, oder? Muss ich hier raus? Überrumpelt. Oh nein. Verdammt, was ist denn das für ein Auto? Was seid ihr denn für welche? Hey, wie das aussieht. Lassen Sie mich los. Was haben Sie denn vor? Ich bring dich zu deinem neuen Labor, Professor. Wie bitte? Mein neues Labor? Los jetzt, Beeilung. Wenn keiner zu Schaden kommen soll, dann sieh zu, dass du in den Wagen kommst, Professor. Aber wer sind Sie? Was wollen Sie? Oh mein Gott, ich muss ihm schnell helfen. Hä? Hey, was willst du denn, du Rotznase? Willst du dir auf Welt machen, ne? Egal, ob du ein Kind bist, ich kenne keine Gnade. Na dann komm her. Spion Fight. Aha. Der Professor. Okay, Teddy Ursa. Los, Evoli. Okay. Nanu? Was ist das?
Gecko, der Aura-Scanner reagiert. Es ist ein Krypto-Pokémon. Beeil dich, Gecko. Wirf einen Pokéball. Interessant. Nein, so nicht. Beeil dich und wirf einen Pokéball. Okay. Na gut, dann werfen wir einen Pokéball. Ich wollte es zuerst schwächen, aber okay. Steht da 11 plus? Level 11 plus? Hä? Was bedeutet das denn? Okay, Krallball, los! Yeah! Tja, hast du dein Teddy Ursa verloren? Was ist denn nur passiert? Mein Krypto-Pokémon, du hast es gekrallt! Tja, Teddy Ursa wird ins Team aufgenommen. So ist es. Nee, Kleiner, was ist das für eine Maschine an deinem Arm? Das kann doch nicht. Eine Krallmaschine? Was macht das Ding denn hier? Das ist ja wirklich interessant. Los, Leute, Aufbruch. Das muss ich sofort im Hauptquartier melden. Auf der Stelle! Nein, Professor Klein! Scheiße. Ist das ein Kofferraum? Was ist dieses Fahrzeug? Verdammt. Mist. Okay. Der Professor wurde gekidnappt. Nein, doch nicht, Sina. Professor Klein geht es bestimmt gut. Nun, wir haben die Polizei und die zuständigen Behörden über Professor Klein informiert. Sie werden uns wissen lassen, sobald sie etwas erfahren sollten. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Professor Klein hatte schon angedeutet, dass jemand versuchen würde, Krypto-Pokémon zu schaffen. Er hatte vollkommen recht. Gecko, sei die Ursache, dass du gekrallt hast, ist wahrscheinlich nicht das einzige Krypto-Pokémon. Wenn der Krypto-Orbis schon fertig wäre, könnten wir mehrere Krypto-Pokémon auf einmal retten, aber... Professor Klein ist von größter Bedeutung für dieses Projekt. Ohne ihn können wir nicht weiterarbeiten. Vervollständigen wir ihn. Wir stellen den Krypto-Orbis selbst fertig. Was? Aber Yolanda, der Laborchef ist nicht hier. Das ist vollkommen aussichtslos. Wir können das Projekt nicht fertigstellen. Und wir stehen kurz vor der Vollendung. Es ist jetzt keine Zeit, uns selbst zu mitleiden. Das Krypto-Orbis-Projekt ist nicht allein das Werk von Professor Klein. Wir alle haben als Team daran mitgewirkt. Nun, da unser Projekt so weit gediehen ist, wäre es falsch, alles hinzuwerfen. Unser Ehrgeiz als Wissenschaftler ist jetzt gefragt. Beenden wir das Projekt gemeinsam. Los jetzt, an die Arbeit. Ich gehe nach oben und prüfe, wie die Datenübertragung vonstatten geht. Cool. Oh, Ende. Scheiße. Das war's leider mit dem Fummeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Da müsste ich... Ist das nicht hier? Ist das nicht hier der Krypto-Orbis? Nee, hä? Ja, das ist Pokémon XD, der dunkle Sturm schon mal. Ich weiß nicht, ich guck mal, ob wir vielleicht schon mal damit interagieren können, wenigstens noch kurz. Das wäre ganz cool. Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Was ist hier los? Hallo? Stimmt es, dass der Laborchef verschleppt wurde? Ja. Unglaublich. Gecko, trainiere in meinem System, werd stärker und zeig diesen albernen Figuren, wo es lang geht. Ja, das ist der Trainingssim. Hä, wo ist der Krypto-Orbis denn schon wieder hin? Ach komm, ist wurscht. Ja, das ist Pokémon XD, der dunkle Sturm. Die Krypto-Pokémon sind zurück. Oh nein, oh nein. Das ist nicht so fein. Und, ich rede mal mit der. Jetzt kapiere ich es erst. Das erklärt, wenn die Landesprojekte so schnell fertig sind, irgendwelche Verbrecher irgendwo Krypto-Pokémon erschaffen, dann müssen wir sie mit Hilfe unseres Systems wieder zu ihrem Ursprung zurückversetzen. Das ist so, aber... nein, 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 nochmals nein. Ich muss mich darauf konzentrieren. Okay, aber... Versteh's nicht. Naja, gut, ist wurscht. Ja. XD, der dunkle Sturm. Ja. Fortsetzung von Kolosseum eben. Auch hier.
fangen wir Pokémon mit den Krallbällen, ja? Wir fangen Krypto-Pokémon anderer Trainer. Aber hier gibt es einmalig auch einzelne Gebiete, wo wir zum ersten Mal auch wilde Pokémon fangen können. Ja, und für 2005 ist auch dieses Spiel wieder sehr, sehr hübsch immer noch. Ich finde, qualitativ ist das schon besser als die Switch-Games. Ja klar, es ist kleiner und linearer, ne? Es sind ja auch nur Spin-Off-Titel. Aber sie bieten irgendwie mehr, auch grafisch, auch irgendwie von den Animationen sind sie einfach irgendwie liebevoller und sie bieten irgendwie mehr als die Switch-Edition, was ich echt traurig finde. Ja, das war's. Habt ihr jemals Pokémon XD, Der Dunkle Sturm oder Kolosseum gespielt? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten verlinke ich euch gleich noch Pokémon Kolosseum, Let's Fummel. Und sobald es irgendwann das XD, Der Dunkle Sturm Let's Play gibt, wird das hier auch verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne in die Let's Fummel Playlist rein. Es gibt noch viel mehr Fummelfolgen, wo wir Spiele angespielt haben, auch live auf Twitch und so. Ist auch hier hochgeladen. Playlist in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt gerne ein paar Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Hilft den Algorithmus, hilft meinem Kanal, hilft mir. Und ich freue mich sowieso auch immer über Kommentare, immer. Ich lese die immer alle. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bei der nächsten, was auch immer, Fummel-Ausgabe. In dem Sinne, danke, tschüss, euer Gecko, macht's gut.